Heute wollen wir uns mal zwei Bäume anschauen, die man auf den ersten Blick sehr leicht miteinander verwechseln kann. Aber eben auch nur auf den ersten Blick. Und zwar sind das die Douglasie und die Weißtanne. Ja, und wir wollen uns mal diese beiden Bäume ein bisschen genauer anschauen, damit wir diese Verwechslungspartner dann zukünftig auch auseinanderhalten können. Mal schauen, okay, an welchen Merkmalen, in welchen Details können wir sie denn auseinanderhalten. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit der Douglasie und gehen mal rüber zu ihr. Ja, hier haben wir so ein richtig dickes, schönes Exemplar, eine richtig schöne Douglasie. Und ja, diese Douglasien, das sind auch richtig mächtige Bäume tatsächlich. Also die kommen aus Nordamerika ursprünglich und da werden die auch riesig. Die höchste Douglasie, die man mal im Laufe der Zeit gefällt hat, oder zumindest da, wo es dokumentiert ist, die war nämlich 133 Meter hoch. Also ein richtiger Oschi, richtig hoch, kann man sich kaum vorstellen. Ja, hier bei uns, da gibt es die Douglasie eigentlich so gar nicht. Also die kommt hier bei uns natürlicherweise nicht vor. Die hat man quasi aus Nordamerika hierher gebracht. Von daher fühlt sie sich bei uns jetzt auch nicht so 100% wohl und wird hier nur so um die 50 Meter hoch. Also solche Giganten, wie wir das in Nordamerika finden können, haben wir hier leider nicht. Aber es ist auch ein Merkmal, wie wir die Douglasie erkennen können. Weil sie eben hierher gebracht wurde und nicht natürlich wächst, ist sie häufig in Plantagen, also in Monokulturen angepflanzt. Und ihr seht dann häufig viele Douglasien eng beieinander stehen, wirklich so in Reihe und Glied gepflanzt. Und dann habt ihr schon mal so einen Hinweis darauf, okay, es könnte sich um eine Douglasie handeln und wahrscheinlich nicht um eine Weißtanne. Ein ganz eindeutiges Merkmal, um die Douglasie wirklich auch von der Weißtanne zu unterscheiden und auch von anderen Nadelbäumen, ist die Rinde. Also ich finde, die Rinde ist so richtig typisch bei der Douglasie, gerade hier bei so alten Exemplaren. Die wird irgendwann dann so rissig, richtig rissig. Und die Risse dazwischen, die sind so orangebraun. Also auch von dieser Farbgebung her ganz, ganz anders, als das bei der Weißtanne ist, die ja eher so silbrig-grau ist vom Farbverlauf her. Und was für mich persönlich total markant ist, diese Risse, mich erinnert das immer total an ein Wespennest oder so ein Bienennest. Ihr kennt ja vielleicht so diese papierartige Struktur, ja, wie Wespen, Hornissen dann ihre Nester bauen. Und ich finde, wenn man hier mal so dazwischen schaut, zwischen diese Risse, sieht das bei der Douglasie leicht ähnlich aus. Also zumindest mich erinnert das immer total an so ein Hornissen-Wespennest und total typisch für die Douglasie. Außerdem lohnt sich ja auch immer ein Blick auf den Boden und das wollen wir jetzt mal gucken. Ja, hier habe ich auch schon einen Zapfen gefunden, der Douglasie. Und diese Douglasienzapfen, die sind wirklich auch sehr markant, wenn man sich die mal ein bisschen genauer anschaut. Allein von der Größe her sind die jetzt nicht besonders groß, ne, für so einen Riesenbaum, also recht überschaubar groß. Aber die haben eine Besonderheit, die ihr draußen sehr, sehr gut erkennen könnt. Und zwar sind die so, ja, wie so kleine Mäuseschwänzchen zwischen den Zapfenschuppen. Und diese kleinen Mäuseschwänzchen hier an den Douglasienzapfen, die sind auch wirklich sehr markant. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte zu, wie man sich das gut merken kann. Und zwar erzählt man sich, dass die kleinen Mäuse, ne, die haben es ja auf die Samen dann von den Douglasien abgesehen, wollen da immer dran knabbern. Das sind ja quasi die Baumbabys von der Douglasie, deswegen findet die das nicht so super. Und dann hat sie dann irgendwann einfach mal die Zapfenschuppen verschlossen, die Mäuse eingefangen, damit die dann nicht weiter knabbern können. Und seitdem sieht man hier dann immer diese kleinen Mäuseschwänzchen rauslugen aus den Zapfen. Also wenn ihr das seht, Mäuseschwänzchen an den Zapfen, die kommen von der Douglasie. Ja, und weil die Kollegen Douglasie hier alle so ein bisschen hoch sind und ich dann nicht wirklich hochklettern kann, um euch die Nadeln zu zeigen, gehen wir jetzt mal zum Waldrand. Da haben die nämlich ihre Nadeln so ein bisschen tiefer hängen und da können wir uns die mal in Ruhe anschauen. Hier hat sich eine Douglasie erbarmt, einen Ast etwas tiefer hängen zu lassen, sodass wir uns hier mal die Nadeln genauer anschauen können. Ja, und was schon, wenn ich hier vor der Douglasie stehe, mir einfach so in die Nase steigt, das ist so dieser herrliche, zitronig-orangige, ja fast weihnachtliche Duft. Also wirklich, ohne dass ich jetzt an den Nadeln gerade reiben muss, kommt er mir hier so in die Nase. Aber wenn ihr dann euch mal nicht sicher seid, dann nehmt gerne mal so ein paar Nadeln zur Hand, zerreibt die so zwischen den Fingern und riecht mal dran. Also wenn ihr den Geruch dann einmal in der Nase hattet, dann wisst ihr, okay, das ist die Douglasie. Das könnt ihr nicht verwechseln. So riecht keine Weißtanne, keine Fichte, kein anderer Baum. Also Nadeln, dieser Geruch wirklich sehr markant. Ja, und auch ansonsten, wenn ich hier so über die Nadeln streiche, sind die ganz
ganz stumpf vorne. Also die pieksen nicht. Die Douglasie, die piekst wirklich nicht. Das ist sehr, sehr markant für sie. Und wenn man sich das mal so genauer anschaut, die stehen hier in allen Richtungen. Ne? Die Nadeln, die stehen einmal rundherum das Ästchen, ne, und weisen so in alle Richtungen ab. Das ist bei der Weißtanne anders. Das werden wir gleich sehen. Und ja, daran könnt ihr auch die Douglasie wirklich erkennen. Aber auch wenn ihr schon ein Stückchen weiter entfernt seid und ihr geht so auf die Douglasie zu und schaut euch die Nadeln an, ist die Farbgebung auch ganz anders, als das bei der Weißtanne ist. Also man sagt, dass sie so oben drauf eher so ein mattes Erscheinungsbild hat. Dann könnt ihr ja auch mal genauer hinschauen. Und sie hat so einen leichten Blaustich. So einen leichten Blaustich, der bei der Weißtanne auch nicht so hervorkommt. Also die Douglasie scheint wirklich so oder schimmert so in so einem leicht bläulichen Grün. Natürlich immer noch grün, aber mit einem kleinen Blaustich drin. Ja, und wenn wir der Douglasie mal so ein bisschen unter den Rock schauen, also den Nadeln unters Röckchen schauen, dann können wir da auf der Nadelunterseite so zwei weiße Wachsstreifen erkennen. Die heben sich schon deutlich dann auch vom Rest der Nadel ab. Und das ist auch was, das sehen wir bei der Weißtanne zwar auch, aber wir können da trotzdem Unterschiede an der Nadel feststellen. Das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. So, hier im Wald habe ich gerade eine Gruppe kleiner Weißtannenkinder entdeckt und habe noch ein Souvenir von der Douglasie mitgebracht, damit wir mal sehen können, ah, okay, wie unterscheiden sich denn tatsächlich die Nadeln von der Douglasie und die von der Weißtanne. Und ich hatte euch ja eben, hatten wir ja der Douglasie mal unters Röckchen geschaut und da diese zwei weißen Wachsstreifen gesehen. Die hat die Weißtanne tatsächlich auch, aber hier sind die nochmal markanter ausgeprägt. Also die sind wirklich, die leuchten einen förmlich an, kann man sagen. Und auch ansonsten sehen die Nadeln wirklich anders aus, wenn man sie mal auch im direkten Vergleich sich anschaut. Ja, was wir hier sehen können, ist, dass ja, die Nadeln der Weißtanne wirken so, als würden die ja wie so ein Scheitel sich nach links und rechts dann von diesem Ästchen wegbewegen. Obwohl die auch wirklich rund um das Ästchen eigentlich ansetzen, wenn man sich das anschaut. Aber die wachsen oder es wirkt halt wirklich so, als würden die nur nach rechts und links dann ausströmen. Während die Douglasie ja wirklich, ja, die entsendet ihre Nadeln in alle Richtungen und das hat hier so ein richtig buschiges Aussehen. Hier bei der Weißtanne eher sehr geordnet, sehr ordentlich. Und auch von der Farbe her macht es einen Unterschied. Also gerade wenn man die im Vergleich sieht. Ne? Also die Douglasie wirkt eher matter und die Weißtanne, die glänzt so schön. Die hat auch diesen dunkelgrünen Ton, leicht hellgrün an den Trieben, aber eben irgendwie so satter und glänzender. Ne? Die scheint einem so ein bisschen entgegen, die Weißtanne. Also wenn man die beiden im Vergleich hat, direkt mal nebeneinander hält, dann kann man das schon ganz gut erkennen, dass es da Unterschiede gibt. Und dann wird euch das nicht mehr passieren, dass ihr die beiden verwechselt. Ja, hier habe ich jetzt mal ein größeres Exemplar, eine größere Weißtanne, neben der ich hier gerade stehe. Und wenn wir uns mal hier so umschauen, dann fällt auch gleich was auf. Na, nicht so wie die Douglasie, die so mit lauter Douglasien nebeneinander ganz dicht beieinander stand. Die Weißtanne hier, die steht inmitten von lauter Buchen. Und das ist auch genau da, wo sie sich wohlfühlt. Na, die Weißtanne ist nämlich wirklich eine heimische Nadelbaumart. Eine von zweien, die wir in Deutschland haben. Neben der Eibe ist es eben unsere gute alte Weißtanne, die auch früher tatsächlich unser Weihnachtsbaum war. Dann von der Fichte allmählich abgelöst wurde. Aber die fühlt sich eben in so einem Buchenwald, wie wir den hier in Deutschland von Natur aus hätten, richtig wohl. Und mischt sich dann so unter die kleinen Buchen und wächst so langsam stetig dann nach oben. Also Weißtannen, wenn sie nicht auch angepflanzt sind, das gibt es natürlich auch, stehen am liebsten wirklich ja, in der Buchengemeinschaft und immer nur so vereinzelt zwischendrin. Ja, jetzt hinter mir können wir mal so eine Weißtanne wirklich in voller Pracht sehen. Und natürlich ist auch hier wieder die Rinde ein entscheidendes Merkmal, wo man dann wirklich Douglasie und Weißtanne voneinander unterscheiden kann. Und wie der Name Weißtanne schon sagt, ist die Rinde eher so silbrig, weiß, gräulich, schimmernd. Ja, natürlich setzt sich da über die Zeit, ne, wenn die Weißtanne, die hat bestimmt schon locker 100, wenn nicht sogar noch mehr Jahre auf dem Buckel, mal die eine oder andere Flechte auf die Rinde drauf. Deswegen schimmern die auch schon mal so grünlich, aber insgesamt doch eher so einen einheitlicheren grauen Ton. Und vor allen Dingen auch von der Rindenstruktur her haben wir nicht diese Aufplatzungen, diese Wespennest, wie bei der Douglasie dann halt wirklich über die Jahre entstehen, sondern
sondern ja, ein recht vergleichsweise glattes Rindenbild, was wir bei der Weißtanne finden. Also da ein Blick auf die Rinde lohnt sich auch immer, um die beiden voneinander zu unterscheiden. Ja, natürlich wollen wir auch hier mal einen Blick auf den Boden werfen, um zu schauen, können wir irgendwelche Zapfen finden, die uns da noch einen Hinweis geben können. Ja, aber ich sag's euch, die Ausbeute ist nicht gerade groß. Ne? Wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich hier ja, lauter Buchenblätter, lauter kleine Buchen, die hier wachsen, auch kleine Weißtannen immer mal dazwischen. Aber Zapfen ist wirklich Fehlanzeige. Und das ist auch der Hinweis, wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es eine Weißtanne. Weil unter einer Weißtanne werdet ihr niemals einen intakten Zapfen finden. Bei den Weißtannen ist es nämlich so, dass die aufrecht am Baum stehen und schon am Baum wirklich die Schuppen verlieren, die Samen in die Welt entsenden und dann so Schuppe für Schuppe und Same für Same da sich auflöst, sodass der komplette Zapfen gar nicht mehr ja, runterfallen kann. Ne, der steht dann, oder die Reste davon stehen dann eben noch an der Weißtanne, ganz da oben, zu weit oben für uns. Aber am Boden werdet ihr keinen einzigen Zapfen von der Weißtanne finden. Also das ist wirklich ein richtig starker Hinweis für die Weißtanne. Auch die Krone der Weißtanne ist ganz besonders im Vergleich zu anderen Nadelbäumen. Von den meisten anderen Nadelbäumen, eben auch von der Douglasie, kennen wir so dieses kegelförmige. Die läuft oben spitz zu. Na, ganz klassisch so auch dieses Weihnachtsbaummäßige. Das hat die Weißtanne nicht. Und wenn man mal die Gelegenheit hat, die Weißtanne wirklich ja, von ein bisschen Entfernung auszusehen oder auch mal so in die Krone reinzuschauen, dann kann man bei alten, ja, großen Weißtannen sehen, dass die häufig so einen, eine abgeflachte Krone obendrauf haben. Man spricht da auch von Storchennestkrone, weil das ein bisschen so aussieht wie ja, so eine Plattform, wo Störche eben gerne ihr Nest draufbauen. Ganz markant für die Weißtanne und man kann es wirklich dann auch nicht mit der Douglasie verwechseln, weil die hat das nicht. Ja, das waren jetzt die beiden Verwechslungspartner, die Weißtanne und die Douglasie, mal nebeneinander gestellt, mit einem etwas detaillierteren Blick auf die einzelnen Merkmale. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein paar Einblicke gewinnen, wie ihr jetzt draußen, wenn ihr draußen unterwegs seid, die Douglasie und die Weißtanne voneinander unterscheiden könnt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken. Macht's gut und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auch gerne ein Like da und abonniert unseren Channel. Macht's gut!